6. November 2038. Die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Er hat ja eigentlich jetzt eine richtig komfortable Position, ne, Marcus? Er wird nicht gesucht, weil er offiziell ausgeschaltet ist. Er ist nicht als Android zu identifizieren. Er kann im Prinzip so tun, als wäre er ein Mensch, der seine Papiere verloren hat oder so ähnlich. Rico. Okay. Sieht aus wie eine Kirche. Jericho. Und der, ja, okay, der Typ unten drunter sieht irgendwie eher aus wie Gordon Freeman als irgendein Pfarrer oder sowas. Aber das da drüber erinnert mich irgendwie so an so ein Kirchenfenster oder so. Und Jericho ist ja, kommt ja auch aus der Bibel. Der Name. Jericho. So, das Graffiti. Ah, ein Graffiti ist das. Na, ist es doch schon. Aber ich würde mich gerne erstmal hier umschauen, bevor ich das richtige Graffiti anschaue. So ein Scheiß. Marcus hat jetzt eigentlich hier die beste Möglichkeit zu machen, was er will. Liegt noch ein Magazin. Das lesen wir uns durch. Detroit Today. Android auf der Flucht. Entflohener Android bewirkt Panik in Camden. Das ist doch hier Alice, oder? Kara. Anwohner des Detroiter Vororts Camden wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeifahndung mit Straßensperren und Befragungen einen Straftäter aus seinem Versteck jagte. Doch dieser Flüchtige ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Dada. Das defekte AX-400-Modell leidet wahrscheinlich an einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu entziehen. Er sprintete auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Ich finde interessant, dass kein Wort von dem Kind ist. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig und ohne offiziellen Bericht ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch die Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von CyberLife war für einen Kommentar nicht verfügbar und die Spekulationen gehen weiter. Okay, das klingt alles sehr, sehr viel, interessanter und spektakulärer, als es wirklich war, finde ich. Aber die Detroit-Folgen hast du ganz schön schnell rausgehauen. Ja, das stimmt. Damit die Leute, auf die heute vielleicht eventuell zuschauen und morgen und die kommenden Tage dann auch die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen. Rechtzeitig noch, vorher. Und außerdem war die Nachfrage auch, glaube ich, da. Also die Views sind recht hoch. Androiden-Astronauten erforschen Io. Das ist, glaube ich, auch ein Mond von Saturn, oder? NASA schickt Androiden-Crew in den Weltraum. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten Io angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft, viel über den Ursprung unseres Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltraum, doch beweist die erste reine Maschinen-Crew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Androiden sind ein enormer Gewinn für die Eroberung des Weltraums, erklärte NASA-Direktor Michael Shelley. Kosmische Strahlung zerstört die menschliche DNA. Menschen leiden bei langen Weltraumreisen unter zahlreichen Einflüssen. Androiden sind gegen die meisten dieser Effekte immun. Die NASA bestätigte, dass keine Rückreise geplant sei und dass die Androiden mehrere Monate auf Io arbeiten sollten, bevor sie durch die Extrembedingungen dort zerstört würden. Ja, das ist interessant. Also es ist ein nettes Ende für den Androiden. War ja teilweise 1-Stunden-Takt-User. Ja? Ach, da kann ich immer wieder drauf gucken. Ja, das ist wohl hier, das Graffiti. Das ist ja wohl kein Geheimnis. Das haben wir direkt gefunden. Da braucht man jetzt keinen... Ich hab's doch gerade gefunden. Ah, Y. Okay. Ach, Y sag ich schon. Dreieck. Finde dieses Graffiti. Ah, okay. Achte, wir müssen mehrere finden. Sah das jetzt aus?
Boxhandschuh und dann eben dieses Zeichen. Handschuh. Hm, wo ist denn der Boxer? Den gerade nicht. Wind? Ja, dann Straßenseite doch bestimmt nicht. Darf ich diese Station hier verlassen? Ah, okay, ich darf gehen. Okay, das muss man mir ja sagen. Auf Twitch kann man auch nachgucken. Ja, aber das macht keiner, User. Ist das Problem. Außerdem habe ich das ja auch so gedacht. Also, dass ich YouTube als On-Demand-Plattform benutze für Twitch. Nicht ganz so extrem natürlich. Man sieht es ja bei Wolfenstein. Oh, tut mir leid. Verzeihung. Der hat mir doch irgendwas geklaut. Der hat mir irgendwas geklaut. Ich gehe ihm nach. Du hast mir irgendwas geklaut, Junge. Verdammt, ich kann ihm nicht nach. Bei sowas denke ich immer direkt an Taschendiebstahl. Ja? Sag mir mal deinen Geheimcode. Gar nicht auffällig, wie ich da neben ihm stehe. Ah, wie viel hebst du ab? 200? 300? 1000? Guck mal, wie er sich umguckt, der andere Typ. Ob auch wirklich keiner guckt, denn ich stehe direkt neben ihm. Gib mir mal dein Geld, Junge. Ich kann das gut gebrauchen. Ich habe nämlich kein Konto. Wissen Sie, wo Jericho ist? Hi, hi. Von weg. Ach, hier ist es. Wo ist der Boxhandschuh? Da und ich meine rechts. Genau, da ist es. Ich muss noch ein Symbol finden. Habe ich gar nicht gesehen auf dem. Ach, da unten. Das hatte ich auf dieser Karte gar nicht gesehen, die wir in der Hand haben. Okay. Irgendwo an Rohren. Irgendeine Hauswand, relativ weit oben. Blumenverkäuferin? Oder bist du eine Kundin? Verkaufst aber keine sehr schönen Blumen. Außerdem ist dein Sortiment irgendwie sehr komisch. Außerdem verkaufst du hier zweimal die gleiche Blume. Vergiss die hier nicht. Wie geil sie ist. Die steht daneben und lässt den Androiden die Blumen gießen. Könnte sie es auch selber machen, wenn sie eh daneben steht. Begutachtet die Arbeit. Okay, das ist wirklich richtig sinnlos. Ob hier noch irgendwas passiert. Gießt die jetzt einfach den ganzen Tag die Blumen? Nein, nicht. Was sieht, wenn ich hier über Rot laufe? Hi. Ja, die sind sehr vorsichtig, die Autofahrer. Das nenne ich mal vorbildlich. Geht auf jeden Fall schon gut die Party ab. Jemand spielt da Musik. Aluminium Rims. Das ist hier, wie nennt sich das nochmal? Pimp My Ride, wird das hier produziert? Waren die nicht irgendwo da aus Detroit oder so? Keine Ahnung. Ne, ich glaube, die waren aus Miami, glaube ich, nachher, ne? Ach, ich weiß es nicht mehr, es ist schon zu lange her. Da haben wir es ja schon. Easy. Die Autos haben keine Fahrer, ja, deswegen sind die so vorsichtig. Da hupt vor allen Dingen auch niemand, das, das ist das eigentliche Wunder, dass sich niemand aufregt darüber. Es wäre jetzt voll ärgerlich, wenn ich jetzt sterben würde mit Markus, weil ich einfach so über die Straße laufe. Das wäre ein klassischer Fail. Was suchen wir nochmal? Irgendein Roboter hinter einem Zaun. Deswegen hatte ich es mehrfach getwittert. Aber jetzt bist du ja da. Hast du ja auch nicht so viel verpasst.
Ich finde die Welt mega geil. Ich würde mir das hier alles noch viel genauer anschauen. Finde ein bisschen schade, aber gleichzeitig, dass es hier jetzt gerade so wenig nebenher zu tun gibt. Oder ich bin dann doch zu schnell sogar, dass ich nicht alles mitbekomme. Kinder mit dem Ball. In einer verlassenen Tankstelle. Und hier könnte ja auch dieser Roboter sein. Hier ist auf jeden Fall so ein Zaun. Aber nicht das passende Graffiti. Ah, da hinten, glaube ich. Kann mir gut vorstellen. Aber irgendwie will er hier gerade nicht über die Straße gehen. Gibt es schon mächtig Stau? Ja, ist die KI schlau genug? Ja, Tatsache. Er fährt zwar ein bisschen merkwürdig, also dafür ist die KI dann irgendwie nicht gemacht. Na, also die Straße findet er nicht, aber er kann Sex haben. Aber naja, dafür braucht man wahrscheinlich nicht so viel Genauigkeit. Androiden, die Autos fahren können, sind wahrscheinlich eine Nummer zu hoch. Oh, du hast einen neuen PC. Cool. Was ist da so drin? Verbaut? Ist das ein richtiges Monster-Ding? Oder kannst du dann quasi deinen eigenen Androiden bauen demnächst? Ist da nicht auch so ein Symbol, wo ich gerade drüber bin? Irgendwie so aus. Als wäre da noch eins. Oder muss ich da vielleicht reingehen? Ah, ich muss reingehen. Hi Magi, da bist du ja wieder. Schön, dass du wieder da bist mal. Heute mal nicht zu Slime Rancher. Slime Rancher geht aber demnächst natürlich auch weiter. Keine Sorge. So, und da haben wir noch eins. Muss ich das erst beiseite räumen hier wahrscheinlich, ne? Ja. Das Spiel sieht echt richtig gut aus. Da gebe ich dir recht, User. Ich hoffe, das kommt bei euch auch so gut rüber, weil ich spiele das Ganze halt auch in 4K. Sieht halt mega gut aus. So, weitere Graffitis. Ich frage mich, was es damit auf sich hat, dass der die alle scannen muss. Und woher hat er diese Bilder? Hat er das diesem einen Androiden aus dem Kopf gescannt, der ihm das da auf dem Schrottplatz gesagt hat? So telepathisch quasi übertragen. Kostet das Parken so in der Zukunft? Können wir uns schon mal anschauen. Maximale Rate $14 pro Tag wahrscheinlich. Die ersten 20 Minuten $3, das ist ziemlich teuer. Jede weiteren 20 Minuten $2, das ist echt richtig teuer, aber der Discount ist... Maximum Rate, das ist... Okay, immer noch teuer, aber... 2038 sind ja... Obwohl, das sind ja nur noch 20 Jahre. Gar nicht so viel. Ich hätte gerne ein paar Klamotten der Fallout 4, aber es gibt die 3D-Modelle noch nicht. In echt, meinst du? Oder für was hättest du die gerne? Gerne so ein Dogmeat. Oder so ein Mr. Handy. Die anderen Symbole. Da ist noch einer, meine ich, links. Das ist gar nicht mein Blickwinkel, oder? Meine ich das nur? Ich muss da wahrscheinlich hochklettern. Da ist eine 1080 GTX und 16 GB Arbeitsspeicher, eine SSD und ein paar weitere Sachen. Ah, das ist nicht schlecht. Hast auf jeden Fall schon mal eine bessere Grafikkarte als ich. Ich überlege mir demnächst auch eine neue zu holen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht lieber warte und dann einen ganz neuen PC hole. Und dann nur meine Festplatten behalte, weil die sind eigentlich top. Halt neue CPU und neues Motherboard und RAM weiß ich nicht. Der ist immer halt schwer mitzunehmen. Ich habe halt 32 GB RAM. Der war halt auch nicht billig.
ich doch geschrieben, um die Fallout 4 zu modden. Ach so. Weiter links oben vom ersten. Alpha 92. Hi. Herzlich willkommen. Vorkonstruieren. Was passiert hier? Okay. Wow. Der berechnet jetzt quasi, was er machen muss, oder wie? Interessant. Ja, dann machen wir das so, oder? Das wäre geil, wenn das bei uns auch so funktionieren würde, echt. Wir stellen uns einfach vor, was wir machen, und dann machen wir das. Easy. Er hätte jetzt nur eigentlich noch berechnen müssen, ob das Ding auch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Träger ihn hält und so. Und was er dann macht, wenn das nicht hält. Quasi so Plan B-mäßig. Hätte ich. Also so als richtiger Computer muss er das in Sekundenbruchteilen machen. Sparkle City. Wo sind wir eigentlich hier? Wir sind hier in den übelsten Hinterdörfern. Ob die Androiden sich hier schon seit Jahren verkriechen und quasi ihre Unterschlupforganisation gegründet haben? Denn scheinbar gibt es ja so etwas. Jericho. Bin echt mal gespannt drauf. Okay, das ist irgendwo im Inneren. Echt mal gespannt drauf, was dahinter steckt, hinter der ganzen Story. Okay, ich kann links lang oder rechts lang. Nehmen wir mal links. Oder hoch, alles easy. Dann springen wir, würde ich sagen. Sieht sicherer aus. Okay, nee, sieht nicht gut aus. Ah, jetzt verstehe ich. Dann gehen wir links. Würde ich behaupten. So macht er das also. Das sieht viel sicherer aus als der andere Weg. Und dann direkt da hoch, oder? Okay, nein, schafft er nicht. Ein bisschen besser trainieren sollen, der Markus. Hätte er den Sprung auch geschafft. Rechnen. Ich hoffe, Markus macht das alles schneller als wir. Ansonsten... Dort ist er echt langsam unterwegs. Als echter Android. Am Anfang des Jahres waren die Grafikkarten noch billiger. Okay. Das wäre natürlich dann dumm gelaufen, wenn die Grafikkarten jetzt wieder teurer geworden wären. Bin mir aber am Überlegen, wenn ich eine neue hole, dann wirklich sogar diese Titan zu holen. So groß ist der Sprung dann nicht mehr von 1080 auf Titan. Oh, da sitzt einer. Android. Ja, klar. Aber wieso verreckt er hier? Also wieso ist er hier, wenn wir hier kurz vor dem Androidenstützpunkt sind, würde doch hier kein deaktivierter Android sitzen, oder? So kurz vorm Ziel. Wie sah das nochmal aus? Das ist hier nicht. Hier ist es. Da, das Große. Okay. Und dann durch den Tunnel. Quicktime-Events werden auf jeden Fall jetzt deutlich mehr als zu Anfang. Ich werde mir bald einen neuen PC kaufen. Muss leider noch das etwas länger sparen als gedacht. Kostet ja immer alles viel Geld. Ja, neue PCs sind echt krass. Also vor allen Dingen die Grafikkarten sind so mega teuer geworden, finde ich, in den letzten Jahren.
Früher waren Grafikkarte und CPU eigentlich immer so gleich teuer. Wenn man so das High-End-CPU und High-End-Grafikkarte verglichen hat, war das ähnlich. Aber heute ist eine Grafikkarte ja 3 bis 4 Mal so teuer als eine richtig gute CPU. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob das irgendwie zu begründen ist? Kein Plan. Ja, und da hätte ich auch noch die GTX 1080 Ti kaufen können. Ja, stimmt, die gibt's auch noch. Kostet die so, die Ti 1080? Auch so 700, oder? 600, 700 so um den Dreh, glaube ich. Und ich glaube, zur Titan ist es ja dann auch nur noch... Ist dann, glaube ich, nur noch 200 Euro mehr. Und die sind ein ganzes Stück schneller. Sind, glaube ich, nochmal 50... Oh! Glaube ich, nochmal ungefähr 50% mehr Leistung oder so. Ja, da hätte ich liegen können. Da guckt da der Markus. Aber gut, dass Markus auf uns aufpasst. Grafiken sind teuer geworden sind, liegt an dem am Bitcoin. Was hat das mit dem Bitcoin zu tun? Ich habe das auch gelesen, dass das mit dem irgendwas mit dem, also dass es am Bitcoin liegt. Wieso? Was haben Grafikkarten mit Bitcoins zu tun? Das verstehe ich nicht ganz. Kaufe mir einen fertigen, keinen Bock mich mit dem Kram zu befassen. Ich kann dir auf jeden Fall wärmstens Snowguard empfehlen. Snowguard.de ist nicht bezahlt von diesem Unternehmen. S-N-O-G-A-R-D.de. Ich bin mega zufrieden bei denen. Das ist halt, die haben einen echt guten Online-Shop, aber das ist auch, die haben auch 2 Shops direkt hier bei mir in der Nähe. Seit ich ein Jugendlicher bin hin. Damals war das noch so eine kleine ranzige Bude, wo nur so Insider hingegangen sind. Und heute ist es ein echt großes Geschäft, die auch dort verkaufen vor Ort. Früher war das mehr so, ja, wie gesagt, so ein Insider-Ding. Und die verkaufen echt gute Sachen für gutes Geld. Und vor allen Dingen kannst du da Fertig-PCs dir bestellen, die echt zu echt gutem Geld. Und dann sagen, ich hätte aber die und die Komponente doch gerne anders. Dann bezahlst du einfach die Differenz. Das ist voll geil. Du kannst ja Fertig-PCs im Prinzip zusammenstellen. Zu viel, viel günstiger, als wenn du es woanders kaufst. Bitcoin müssen errechnet werden. Ach so, und die errechneten Bitcoins, die werden mit Grafikkarten berechnet oder was? Und deswegen sind die so teuer? Boah, wie gut das aussieht hier gerade übrigens, ne? Nochmal, wo wir gerade beim Thema Grafikkarten sind. Da will er jetzt springen? Wohin? Ins Wasser? Okay. Naja gut, er ist ein Android, ne? Hält wahrscheinlich ein bisschen mehr aus als wir Menschen. Bitcoin müssen errechnet werden, da muss ich gleich mal reingucken. Ja. Die Leute bauen sich so eine Art PC. Halt mit massenhaft Grafikkarten. Ich habe das gelesen, dass Leute hoffen, dass die Bitcoins endlich kaputt gehen. Ich bin übrigens auch einer dieser Leute, weil ich gar nichts von dieser Scheiße halte. Ich so ein bisschen Ahnung habe auch von Aktien und so weiter und ich würde niemals in diese Scheiße investieren. Niemals. Und da habe ich auf jeden Fall gelesen, dass viele Leute hoffen, dass die Bitcoins endlich abschmieren, damit die Grafikkartenpreise billiger werden. Ich habe mich gefragt, warum? Was hat das damit zu tun? Aber jetzt weiß ich es, dank euch. Seht ihr? Zocken bildet. Herzlich willkommen im Bildungsfernsehen Silent Gaming. Hier lernt jeder etwas. Und wenn es nur irgendwie was über Pornos oder so ist... Darüber reden wir. Meistens geht es früher oder später immer darum. Bei uns. Hier auf dem Kanal. Nein, Quatsch. Ich geh erstmal da hinten gucken, bevor ich hier irgendwas öffne. Hier war noch so ein Raum. Was ist das hier eigentlich für ein gruseliges Ding? Ist das so eine Art U-Boot? Oder ist es ein Schiff? Hier geht's auch rein. 2 Türen. So viele Türen. Oh Gott, jetzt habe ich mich gleich verlaufen. Durch diese Kamera, die ständig wechselt. Weiß ich jetzt nicht mehr, wo oben und unten ist. Keine
Kann ich da nicht durch, oder? Doch. So, dann gehen wir jetzt erstmal die eine Tür hier hinten. Wo war die denn jetzt? Kamera, lass mich nicht im Stich. Ist das gar nicht die Tür? Da stehen auf einmal Sachen vor. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Habe ich mich schon verlaufen, Leute? Oh Gott, ich werde hier drin sterben. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde hier drin sterben. Gut, dass wir ein Android sind und nichts essen müssen. Ansonsten wäre Marcus dem Tod geweiht. Mit mir als seinem neuen Besitzer. Ich konnte doch hier eben was öffnen. War das nicht diese Tür? Die Kamera hat mich so kirre gemacht, dass ich jetzt nicht mehr... Ach nee, das war die Tür hier. Ja, oh, jetzt ist die verschlossen. Super. Aber hinten waren noch viel, viel mehr Türen. Viel, viel mehr verschlossene Türen. Meiner Meinung nach ist Bitcoin einfach eine billige Fake-Währung. Müsste nicht mal, wofür die gut sind. Ja, Bitcoin ist ja noch nicht mal eine Währung. Eine Währung hat, eine richtige Währung hat einen Wert. Also da steht irgendetwas hinter. Irgendein Staat oder irgendein Wert, ein Unternehmen. Oder eine Aktie hat auch einen Wert, weil das Unternehmen einen Wert hat. Aber ein Bitcoin hat einfach keinen Wert. Das ist einfach nur nichts. Es ist ein Scheiß einfach. Und deswegen ist das Ganze auch eine Riesenblase, weil das Ding halt überhaupt keinen Wert hat. Da steht nichts hinter. Und deswegen wird es auch niemals eine Währung sein, eine akzeptierte. Viele Leute haben ja die Hoffnung, dass die Bitcoins, das war ja auch das Ziel des Bitcoins, dass es mal eine Währung wird, eine anerkannte. Aber schaut mal, RA9 steht hier überall. Aber das wird niemals der Fall sein, weil... Schaut euch, wie wäre das denn mit dem Euro, wenn der Euro sich so verhalten würde wie der Bitcoin? Wenn ihr morgen zum Audi-Autohaus geht und euch ein Audi kauft für 50.000 Euro und am nächsten Tag ins Autohaus geht und euer Audi ist auf einmal nur noch 20.000 wert, ihr würdet euch mega abfacken. Ja, und genau das ist der Bitcoin. Also wenn das hier Freiheit bedeutet für die Androiden, dann möchte ich hier nicht wohnen. Dann möchte ich lieber nicht frei sein. Es sei denn, ich öffne jetzt gleich hier die Tür und bin im Garten Eden. Das kann natürlich auch sein. Aber das war... hör auf, ey. Jetzt geht das so los. Viel zu Garten Eden. Ich krieg voll Gänsehaut. Jetzt habe ich mich mega erschrocken und habe direkt Gänsehaut am Körper, obwohl es ungefähr 50 Grad sind vor den Scheinwerfern, vor denen ich hier sitze. Habe ich mit dem Bitcoin-Thema schon stark befasst. Ja, dann hau raus, Yusei. Wir gerade darüber sprechen. Als alter Bitcoin-Profi. Und die Kamera, die macht mich hier fertig in dem Spiel. So, ich benutze jetzt hier R2, um die Kamera manuell zu drehen. So, und wo ist dieser Gestörte hingelaufen? Okay, es geht nach links und nach... Nur nach links. Warte mal, hier bin ich ja eben schon gewesen. Jetzt wieder in die falsche Richtung gelaufen? Ah, Kamera! Muss hier nach rechts dann, ne? Hier hätte ich den Verrückten gesehen. Oder wer auch immer das war. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Gehen wir mal hier lang. Ah, dann kann ich doch hier lang. Tür. Auch verschlossen. Vielleicht sollte er auch einfach mal beide Hände benutzen. Wie wäre das?
wenn ich eine fette, schwere 2 Tonnen Stahltür habe, die mega verrostet ist und wahrscheinlich seit 50 Jahren nicht mehr geöffnet würde, würde ich es zumindest mal mit 2 Händen versuchen. Ich meine, Marcus in allen Ehren, er ist schon trainiert und ist wahrscheinlich als Android auch stärker vielleicht als wir normalen Menschen, aber es ist nicht zu viel verlangt, mal beide Hände zu benutzen, um hier am Rad zu drehen, oder? Jetzt im Maschinenraum. Glaube ich, in einem großen Schiff, ne? Und zwar sind wir jetzt, glaube ich, in einem Maschinenraum. Also ich habe jetzt knapp 15 Dollar in Bitcoins, alles durch sogenannte Faucets. Die Seite geben dir in bestimmten Zeitabständen gratis Bitcoins. Natürlich keine ganzen. Zurzeit bekommt man von diesen Seiten ca. 0,5 Bitcoins. Ja, 15 Dollar in Bitcoins ist ja ein Witz. Wenn du 15 Bitcoins hättest, dann würde ich Augen machen. Sind die immer noch so um die 4 Riesen wert? Ich weiß gar nicht, die schwanken ja täglich. Als ich das letzte Mal geguckt habe, das ist schon allerdings eine Weile her, da waren, glaube ich, ein Bitcoin ungefähr 4000 Dollar wert. Oh, wieso richtet er die Taschenlampe so nach unten? Ach, das macht mir ja noch mehr Angst. Quicktime! Doch kein Quicktime. Ah, das hat weh getan. Schön auf den Rücken. Schöne Massage. Gut, dass wir gerade erst einen neuen Rücken haben vom Schrottplatz. Den wir irgendeinem Androiden aus dem Rückgrat gezogen haben. Ah, da sind ja unsere Freunde. Willkommen in Jericho. Der kommt mir irgendwie gerade bekannt vor, der Kerl, den wir da gesprochen haben. Ist das so ein Universalgesicht, was schon in anderen Computerspielen vorgekommen ist? Der kam mir irgendwie bekannt vor gerade. Leute von Jericho getroffen. Okay, das lässt sich nicht vermeiden, genauso wie, dass wir vom Steg gefallen sind. Hier hätten wir noch eine Sache sehen können, scheinbar. Irgendwo auf dem Dach. Ah, verdammt. Und hier haben wir auch was übersehen. Ah, und am Bahnsteig haben wir auch irgendwas übersehen. Irgendwas, was wir wahrscheinlich lesen konnten. In dem Magazin. War da noch eine dritte Seite? Fuck. Habe ich die dritte Seite übersehen? Oder die Titelstory oder so vielleicht sogar? Ärgerlich. Headshot.